Bei mir im Studio ist der russische Schriftsteller Wladimir Kaminer. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und wir wollen natürlich sprechen. Wir haben viele Themen, die uns gerade bewegen. Fangen wir mal an mit dem Thema Visa. Da pocht zum Beispiel Vitali Klitschko auf Einreisesperren für Russen in der Ukraine. Polen ist auch für einen generellen Stopp dieser Visavergabe bei Schengen-Visa. Bei uns in Deutschland wird es sehr kontrovers diskutiert. Was halten Sie eigentlich davon? Wem nützt es? Wem schadet es? Bringt das irgendwas? Zum einen verstehe ich natürlich, wie diese Diskussion zustande gekommen ist. Wir sind im Krieg. Zwar kämpfen deutsche Soldaten nicht auf ukrainischem Boden, aber wir unterstützen Ukraine mit allem, was wir können, finanziell und auch militärisch. Wir nehmen Geflüchtete auf. Hunderttausende aus der Ukraine sind in Deutschland. Und ich bin auch viel in Deutschland unterwegs. Ich weiß, das sind sehr viele Hotels, in Gästehäusern, überall die Geflüchteten wohnen. Dass da gleichzeitig irgendwelche Touristen jetzt aus dem Angreiferland sozusagen in gleichem Hotel dann Spa und Massage bekommen können, ist natürlich ein bisschen, nicht standhaft. Da wird er moralisch noch realistisch. Wie soll das eigentlich gehen? Nutzt das denn in erster Linie den Touristen oder sind das nicht auch Menschen, die sagen, wir möchten aus Russland fliehen, weil uns die Situation dort nicht mehr gefällt? Das ist was anderes. Das ist eben der zweite Punkt, dass wir unbedingt natürlich für die Russen, die noch immer die Courage haben, gegen das Regime zu kämpfen, also etwas zu sagen. Es gibt in Russland kaum noch jemanden, der laut sagen kann, Leute, wir haben Mist gebaut. Lass uns gemeinsam überlegen, wie wir aus dieser Situation wieder rauskommen können. Und diese Menschen brauchen wir. Die sind sehr, sehr wertvoll für den Frieden auch, für die Zukunft Europas. Wenn sie keine Rückdeckung haben, sie müssen wissen, dass sie jederzeit, sollte es so hart auf hart kommen, dass sie eine Möglichkeit haben, auch auszuwandern. Oder für ihre Familien. Wir brauchen humanitäre Visas. Touristen. Ich glaube nicht, dass Deutschland so ein Touristenmagnet ist heute für die russische Bevölkerung. Von den Russen, glaube ich, hatten weniger als 10% überhaupt diesen Reisepass. Und wenn sie gefahren sind, dann in die Türkei oder Ägypten am Strand haben sie gelegen und nicht in Deutschland. Sie haben eben gesagt, man braucht ja eigentlich die kritischen Stimmen in Russland. Da ist jetzt der prominente Oppositionspolitiker Jewgeni Reussmann festgenommen worden. Der wird Ihnen ein großer Begriff sein, einer der letzten wirklich bekannten Kreml-Kritiker. Gibt es dann jetzt überhaupt noch Opposition in Russland? Es ist ja faktisch eine Diktatur. Es gibt noch weitere Menschen, die tatsächlich eben diese Courage besitzen und das Land nicht verlassen wollen. Es gibt zwei Parteien, würde ich sagen, in dieser proeuropäischen, liberalen russischen Szene. Die einen sagen, ich gehe nirgendwo hin, das ist mein Land und ich überlasse mein Land nicht an diese Stasi-Offiziere. Sie haben hier nicht das Sagen. Und diese Menschen bleiben, sie wissen auch, womit sie zu rechnen haben. Sie bleiben auf jeden Fall Menschen, die politische Ansprüche pflegen in Russland, in zukünftigen Russland, bleiben auch, weil sie wissen, dass die Kraft ihrer Aussage dann schwindet, wenn sie das Land verlassen. Also und die anderen, die sagen, wir müssen weg. Das ist hier einfach nicht tragbar, dieses Leben. Wie viel bekommen die denn wirklich mit dort? Es gibt eine Zensur, die Presse wird auch zensiert. Jetzt gab es den Bombenanschlag auf das Auto von Daria Dugina, die ist gestorben, wurde diese Woche beerdigt. Wie viel von diesem Anschlag oder was davon bekommt denn überhaupt die russische Bevölkerung mit? Und was bedeutet dieser Anschlag zum Beispiel auch für die Menschen dort? Machen die sich jetzt Sorgen, dass es dort Terrorgruppen gibt? Was hören Sie von? Das Begräbnis von diesem jungen Mädchen fand in Ostankino in einem Fernsehstudio statt. Ich kenne dieses Studio, das ist dreimal größer als ihres. Das wurde propagandistisch ausgeschlachtet bis zum Gehtnur. Und die Schuld an diesem Anschlag wird natürlich den liberalen Kräften oder den Ukrainern, den Feinden aus der Ukraine in die Schuhe geschoben. Das ist es ist furchtbar. Also als ich diesen Vater dann lächelnd gesehen hatte bei dem Begräbnis seiner Tochter, wie er eine Medaille für Mut, für die Tochter jetzt in Empfang nimmt,
eine kranke Familie. Es wird also propagandistisch absolut ausgeschlachtet. Wladimir Kamina, das war's auch schon wieder. Zeit ging schnell rum. Ganz herzlichen Dank für den Besuch und diese Eindrücke. Danke sehr.